Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Pack Opening und wir haben wieder ein Team of the Tournament Pack Opening am Start. Hier könnt ihr sehen, Sanchez, Messi, Vidal und dann noch diese 35k Packs, was richtig, richtig geil ist. Und da möchte ich mich noch bedanken beim Joel Designer. Er hat mir nämlich ein neues Profilbild und einen neuen Banner erstellt. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Wie findet ihr es? Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare eure Meinung zum neuen Design. Schaut auch gerne bei Joel Designers vorbei. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon mit dem heutigen Pack Opening starten. Wir werden auf einigen Accounts ziehen, wo ich noch ein paar Coins über habe. Wie zum Beispiel auf dem 87k, da kann man doch mal ein paar Packs öffnen. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten 35k Pack. Ohne lange herumzureden, machen wir gleich das erste Pack auf und ich hoffe, dass da was Geiles drin ist. Im ersten Pack, komm bitte, bitte, bitte. Und es ist Sturridge. Ja, sehr, sehr viele Spieler. Ist ja fast schon ein 50k Set Sturridge. Kann man auf jeden Fall mal auf die Transferliste packen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Pack. So Freunde, das zweite 35k-Set öffnet sich nun und wir bekommen im zweiten Pack Zabaleta. Ich dachte schon, es ist Aguero oder sonst wer, aber Zabaleta, naja, ist nicht so gut. Aber da gerade das Turnier ist, kann man ihn auf jeden Fall auf die Transferliste tun. Da verkauft er sich nämlich für mehr Coins. Sanja stoßen wir dann ab und dann kommen wir auch schon zum 15k-Set, denke ich. Denn wir haben noch 18k und da machen wir jetzt noch schnell ein 15.000er-Set auf mit David Alaba. Vielleicht bringt uns der ja Glück, vielleicht bringt er uns einen geilen Spieler, Messi oder... Ja, der ist jetzt nicht das, was ich mir erwartet habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Account. So, Freunde, jetzt sind wir auf dem nächsten Account angelangt. 62.000 Münzen haben wir hier noch übrig. Und ich denke, da könnten sich zwei 35k-Sets ausgehen, wenn wir einfach eines davon abstoßen. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich das erste Pack auf. Und ich hoffe, dass jetzt hier mal ein Alexis Sanchez als Stürmer drin ist. Und es ist Rouvier. Von den Ratings ist es gar nicht mal so schlecht. Aber es geht natürlich schon noch besser. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das hier noch mit. Und den Rest können wir dann auch abstoßen. Und dann haben wir 34.000 Münzen, okay? So, Freunde, ich habe jetzt ein bisschen was abgestoßen, sodass wir hier noch ein 35k-Pack aufmachen können. Und da muss jetzt endlich mal was Geiles drin sein. 35 Objekte und so viele Selten, da muss jetzt endlich mal was drin sein. Und es wird Messi, Inan. Ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Den Joel Hazard haben wir auch noch im Startzahler, der wieder zurückgewechselt ist zu Chelsea. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim letzten Account. So, Freunde, da sind wir auch schon auf dem nächsten Account und somit auch schon auf dem letzten Account angelangt. 72.000 Münzen haben wir auch noch am Start. Die habe ich noch schnell zusammengekratzt und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch schon das erste 35k-Pack auf 30 Objekte. Nicht 35, wie ich es vorher gesagt habe. 26 Gold, 18 Selten. Da muss was Geiles drinnen sein, Leute. Da muss einfach was Gutes drinnen sein. Und es wird... Reus ist ganz okay, Reus, damit kann ich leben. Dazu noch Kagawa, also ein richtiges Dortmund-Pack, würde ich mal behaupten. Ne? Das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das Ganze mit und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, das allerletzte 35k-Set läuft jetzt und wir bekommen Arteta. Das hätte auf jeden Fall wesentlich besser laufen können. Mangala, Muniain haben wir ja auch noch am Start, aber das ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Pack-Opening. Sorry, dass ich nicht so viele Packs aufmachen kann. Aber ich habe einfach auch nicht unendlich viele Coins zur Verfügung. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl wir nichts Geiles gezogen haben. Und dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich verabschiede mich. Schreibt auf jeden Fall noch eure Meinung zum Kanaldesign in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Und ich sage wie immer, ciao Leute. FIFA All-Stars.